lasst uns gerade noch mal hier auf Jurassic Outpost gehen. Der Konflikt hinter den Kulissen. Universal braucht schnell einen neuen Regisseur. Das würde ich mir ganz gerne mal mit euch zusammen angucken. Mal gucken, was da jetzt vielleicht an neuen Informationen rausgekommen ist. Das Ganze wurde nämlich vor einem Tag veröffentlicht. Dann schauen wir da mal rein. Muss jetzt leider gehen. Alles gut, alles cool. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du am Start warst. Und einen schönen Sonntag noch. Tobi springt einfach ein als Regisseur mitsamt Drehbuch. Oh je, oh je. Wird sich spätestens dann zeigen, wenn ich mein Jurassic Park 3 Remake, meine Idee dahinter veröffentlicht habe. Das Video kommt jetzt auch bald. Dann könnt ihr entscheiden, ob das klappen würde oder ob ich der nächste Colin Trevorrow wäre. Okay, Jurassic Outpost. Mal gucken, was ist hier Neues. Ach, guck mal einer an. Ihr könnt es gar nicht sehen, ne? Das Bild ist ja gar nicht richtig zentriert bei euch. Wenn man auf Jurassic Outpost klickt und dann einfach auf nächstes Video geht, dann kommt mein Video. Das finde ich sehr schön, dass das so ist. Das gefällt mir gut. So, wir sind ganz am Anfang und starten jetzt mal rein. Jurassic World 4, Informationen zum neuen Director, der möglicherweise kommt und möglicherweise auch nicht. The news just keeps on coming, and unfortunately, these new bits of information might not mean very good things for the upcoming Jurassic World movie. David Leitch is now officially out of the running for director on the project, which... Ich gehe ja aber gerade schon mal ganz, mit einer ganz negativen Einstellung daran. Könnte schlechte Informationen sein. Was haben Sie eben gerade genau gesagt? Moment. David Leitch is now officially out of the running... of information might not mean very good things for the upcoming Jurassic World movie. David Leitch. Ja, ja, kann man halt so oder so sehen. Ob David Leitch jetzt die ganze Nummer gerockt hätte oder eben nicht, werden wir nie erfahren. Wahrscheinlich nie. Is now officially out of the running for director on the project, which leaves a very important gap in the creative team, and one that Universal Pictures are hoping to fill very soon. An insider has revealed new information about the David Leitch exit, including some conflict and drama behind the scenes. We've got all of that and more in this video. Welcome back to Jurassic Outpost. Thank you for joining us today. Let's get into it. Earlier this week, Deadpool 2 and John Wick director David Leitch was... Deadpool 2 war es also gewesen, ja. Wusste ich ja in meinem Video auch nicht ganz genau, ob er alle drei Deadpool-Filme, ob er da Regie führt oder geführt hat. Aber nee, es war halt nur Deadpool 2 gewesen. ...was announced as being in talks to direct the upcoming Jurassic World sequel. The negotiations sounded as though they were going well, but they were short-lived, and earlier we reported that the studio and director had parted ways. The report told... Saugeiles Thumbnail, ey. Sorry, ganz kurz nochmal für den Einschub, aber ich finde Thumbnails inzwischen, es macht so unfassbar Bock, die Dinger zu gestalten. Ich weiß, die wenigsten achten da wirklich drauf. Die meisten gucken eben einfach nur ganz kurz und klicken dann aufs Video, oder eben auch nicht. Aber ich finde Thumbnails an sich sind schon, ich finde das schon geil. Told us, insiders say the parting was amicable, but that ultimately the studio and Leitch had different visions for the film. Ja, habe ich auch erwähnt gehabt, different visions eben, dass er wollte das Ganze wohl ein bisschen mehr Pep da reinbringen, so ein bisschen mehr Action halt auch rein. Man weiß halt nicht, was da jetzt genau geplant war von ihm. Vielleicht wäre es auch gar nicht mal so schlecht gewesen, nur hat Universal eben gesagt, nee, alleine, dass du schon versuchst, eigene Ideen mit einzubringen, wir haben Zeitdruck. Junge, das muss, in 4 Monaten muss das Ding fertig sein. Das war halt dumm. Deine Thumbnails sind immer Hammer, finde ich. Vielen, vielen Dank. Ja. Haben sich auch ein bisschen verändert jetzt, ne? Ich habe jetzt die Kontrastfarben Blau und Grün, Blau und Gelb eingefügt. Ein Text meistens gelb, der Haupttext. Dann oben drüber ein bisschen weiß, das ist dann so der Nebentext und dann der Hintergrund blau. This now becomes one of the hotter directing jobs in town. Das war's gewesen, genau. This now becomes one of the hottest directing jobs in town. Das habe ich vorhin gemeint. Studio is sticking to its July 2nd, 2025. Und das verstehe ich halt nicht. Dass man doch langsam merkt, okay, es klappt nicht. Wir haben so einen Zeitdruck. Wir sind so hinten dran mit allem. Wir haben ein fertiges Drehbuch und das war's. Warum
ändert man jetzt alles andere? Warum werden jetzt die Regisseure rausgekickt, weil sie halt eigene Ideen mit einbringen? Warum macht man jetzt eben so einen Druck dahinter, anstatt einfach zu sagen, okay, das war eine dumme Idee mit 2025, wir machen jetzt 2026 draus? Ich check's wirklich nicht. State. An interesting move for the movie, but a welcome one for sure. The audience reaction das war ein Satz aus Star Wars. To this news certainly wasn't very enthusiastic, and we wonder if that may have influenced this decision. An insider has revealed a bit of conflict between David Leitch's production team and Steven Spielberg's team, which supposedly led to the break. Oh. Steven Spielbergs Team hat dann doch wohl einiges damit zu reden. The real reason why David Leitch Jurassic World talks fell apart. Ja, krass, okay. Was heißt denn aber Steven Spielbergs Team? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Breakdown in their relationship, but before we get to that, a new report by the Hollywood Reporter's Heat Vision reveals even more about the exit of David Leitch from Jurassic World 4 and it's almost Super Bowl weekend and we're trying to do a thing about Taylor Swift. Blah blah blah, but Hollywood isn't here. Yeah. But more interesting was Universal's new Jurassic World movie losing director David Leitch, finde ich geil. Scheiß auf den Super Bowl, das ist viel wichtiger. The surprising news came only a few days after we and other wrote about him being in talks to tackle the dinos. Das ist ein witziger Wortwitz. Ja, tatsächlich war es ja wirklich knapp gewesen, dass David Leitch die Regie übernommen hatte. Unfortunately, it doesn't paint a very good picture about what comes next for the movie. Aaron Couch and Burry's Kit tells us part of the problem is that Universal is so far along on the project that Leitch would essentially have been more of a shooter than someone who could have really put his stamp on the film. Some believed Universal. Boah, aber das ist halt echt nicht gut, ne, wenn du da so rangehst. Dass die, also die wollen halt wirklich jemanden haben, der das Ding einfach nur 1:1 so abdreht. Der gar nicht überhaupt irgendwas hinterfragt, der gar nicht überhaupt erstmal versucht, vielleicht eine eigene Vision mit einzubringen. Die wollen einfach nur jemanden haben, der das wirklich stur Stück für Stück für Stück abdreht. Wie weit bist du für den Indominus Rex in Jurassic World Alive? Ich hab's nicht mehr gezockt, also nicht mehr weiter. And producers Frank Marshall and Pat Crowley were looking for a director for hire on this project, and that really does appear to be the case. But here comes possibly the worst bit. There's not enough time to work with new ideas, one source told us of the film, which has a script. Ja, dann ändert doch aber einfach das scheiß Datum. Wirklich, ey. Das ist ja, ey, sogar wenn jetzt ein Steven Spielberg wirklich sagen würde, pass auf, ich mach das. Dürfte der ja auch nicht seine eigenen Ideen mit einbringen. Es wäre eigentlich, ist es vollkommen wurscht, wer das jetzt macht. Da kann ich es wirklich auch machen. Einfach das Drehbuch Stück für Stück für Stück abarbeiten. Nee, könnte ich doch nicht, aber es ist so dumm. David Kep and an ambitious release date. According to another source, the producers have already done some dino design work and soft prep. Toll. Ey, das musst du dir halt reinziehen, Mann. Was für eine Aussage. Also wir haben jetzt ein Drehbuch, das ist so gut wie fertig und wir haben ein paar Art-Designs von Dinos. So Art-Designs, die so wahrscheinlich eh nicht umgesetzt werden, weil die werden immer nochmal verändert. Die müssen doch, stell dir mal vor, die wollen am Ende auch noch Animatronics mit einbringen. Können sie jetzt ja eigentlich gar nicht, oder? Das Ding muss doch jetzt eigentlich ein CGI-Fest werden. Wenn die jetzt immer noch bei den Designs sind von den Dinos... Ey, das ist. Entweder wird es eine Katastrophe werden, oder man wird sich am Ende denken, Respekt. Oder sie sagen halt wirklich, okay, pass auf, wir machen das nicht mehr dieses Jahr. Das war ein Witz. Wir machen das nächstes Jahr. Da hat sich einer verschrieben. Wir haben Konzeptzeichnungen für Dinos, ey, das ist ja krass. Ey, ihr habt einfach nichts. Ihr habt einfach jetzt gerade so die Idee bekommen, lass mal einen neuen Jurassic-Film machen und kündigt den einfach für nächstes Jahr an. Das ist schon krass, wie man auf die Idee kommt. Ich wette, das gibt's irgendwann in so einer Doku, so einer Jurassic World 4 Doku. Da wird das alles dann so ein bisschen aufgearbeitet.
The Asylum rettet am Ende den Tag, ja. Mit T-Rex Tornado oder so einem Kram. Jurassic Tornado. On the movie. A lot to take in here, so let's break it down and then we'll give our thoughts, because despite this being news, we really don't want to. Ja, genau. It's over. We're so back. It's so over. We're so back. Ja, richtig, ja. Hear about the next Jurassic World movie. There are some positives to look at here, and we'll get into them in a little bit. So let's break it down. There is not enough time to work with new ideas. It's clear that David Koepp's screenplay and whatever the story is, whatever they've come up with, it's clear that the studio are confident in those ideas. They're confident in what they've read from Koepp, so much so that they aren't looking for. Das ist übrigens hier David Koepp. Der hier. Das ist der falsche Maus. Das hier. Das ist der Drehbuchautor von neuen Jurassic-Filmen und eben auch von Jurassic Park 2 und Jurassic Park 1. Und dass der ein gutes Drehbuch geschrieben hat, das will ich überhaupt nicht anzweifeln. Aber ich glaube, es gibt in den seltensten Fällen, gibt es wirklich Menschen, die ein Drehbuch einfach 1:1 so runterrattern. Es sei denn, das ist das optimale, perfekte Drehbuch, dann kann das schon sein. Sie sollten sich mehr Zeit lassen für den neuen Film. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ey, und ich dachte ja einfach, dass jetzt irgendwie veröffentlicht wird, ja, wir sind schon viel weiter, als ihr wisst. Deswegen sind wir jetzt auch so euphorisch auf Juli 2025 fokussiert. Dass es aber wirklich einfach nach und nach rauskommt, wir haben gar nichts. Außer zwei Konzeptzeichnungen für Dinos und ein Drehbuch, das fertig ist, angeblich. Das, ey, Mann. Ich würde zu gern wissen, warum 2025. Da muss es irgendeinen Grund geben, warum die da so stur dran festhalten. For a director to come in and take a stab at the screenplay. This happened back in 2013/2014 with Colin Trevorrow and Jurassic World, for better or worse. The studio had a screenplay ready to go, written by the Apes writers Rick Jaffa and Amanda Silver, and when director Colin Trevorrow was hired, the studio allowed him and his writing partner Derek Connolly to redraft the script and delayed the movie 1 year to accommodate. This hat er ja gut gemacht, Colin Trevorrow. Hat auf jeden Fall super funktioniert. Ja, die vergleichen das gerade, dass das damals so eine ähnliche Situation gewesen ist. Was es halt nicht besser macht. Im Endeffekt. This time round, however, the studio aren't budging on that 2025 release date, it seems. The producers have already done some dino design work and soft prep on the movie. This could mean a multitude of things, but we know paleontology consultant Steve Brusatti is working on the new movie and has already consulted the current production team. They already have dinosaurs in mind, and we can imagine they have one specific new dinosaur in mind, the new. Also sie haben einen Dinosaurier schon im Kopf. Sie haben eine Idee für einen neuen Dinosaurier. Das ist auf jeden Fall, ey, die haben noch gar keinen Plan, was die da wirklich machen. Ich weiß nicht, ob die vielleicht wirklich auch schon früher angefangen haben, alles zu planen. Haben dann gesagt, okay, passt auf, wir machen jetzt 2025. Haben aber dann gemerkt, okay, es klappt jetzt doch nicht, weil vielleicht Sachen schiefgelaufen sind, und halten jetzt aber einfach weiter an diesem Datum fest. Werden die Dinos auch anders aussehen als in Jurassic Park? Ja, definitiv. Das kann man einfach jetzt schon sagen, weil Merchandise. Die Saurier sehen natürlich laut der Lore auch immer anders aus, wegen Beispiel Jurassic Park 3 Raptoren, wegen dem Amalgam-Testing. In echt, also in unserem realen Leben, haben die Raptoren aber einfach nur in jedem Film anderes Design, damit neue Spielzeuge und Kuscheltiere verkauft werden können. Ja, und du eben nicht sagst, den habe ich schon, brauche ich nicht mehr. Das ist der Grund, warum die immer anders aussehen. Ich könnte mir jetzt hier vorstellen, dass sie jetzt hier auch wohl wieder Beratung haben von irgendeinem Paläontologen, dass sie möglicherweise echt in die Richtung gehen und sagen, Dinosaurier haben sich ein bisschen weiterentwickelt, haben vielleicht mit der Zeit dieses Genom stoßen die immer mehr ab, dieses, wie nennt man das denn? Die Zusammenführung von verschiedenen Dino-DNS, und die nächsten Generationen von Dinos sehen jetzt immer realistischer aus. Das heißt, die bekommen langsam mehr Federn, ein bisschen mehr Fell. Das wäre schon ganz cool eigentlich. Das wäre auch, ja, mal was anderes. Das mal zu sehen.
new big bad. But since the report says some dino design work, we hope the intent is more general and can be applied to the many species of dinos roaming in the wild after Jurassic World Dominion, living as animals in natural or I guess semi-natural habitats and acting less like monsters and aggressive towards each other. Okay. Die Saurier sollen, also die Idee haben sie jetzt auch schon mal, das ist ganz gut. Die Saurier sollen sich wohl mehr wieder anfühlen wie echte Tiere und weniger wie Monster. Das finde ich ganz gut. Jetzt haben wir also eine Idee, wie die Saurier sich verhalten sollen. Wir haben ein fertiges Drehbuch und wir haben zwei Konzeptzeichnungen für Dinos. Es nimmt Gestalt an. Ich sehe den Film genau vor mir. 2025, das wird der Knaller. Soft prep could mean anything, but our best guess is that concept art has been happening for a good few months now, taking David Koepp's ideas to a visual reality and allow. Stimmt. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Wisst ihr, was ihr zuallererst macht, wenn ihr ein Drehbuch in der Hand habt? Das Ganze wird nochmal visuell gestaltet. Im Jurassic World Compendium seht ihr Drehbuchauszüge drin, die gezeichnet sind, damit man sich als Regisseur dann auch visuell vorstellen kann, wie das Ganze gedacht war vom Drehbuchautor. Da haben sie jetzt wohl auch angefangen, vor ein paar Monaten damit. Allowing the producers to hone in on their vision for director and take the required production steps to bring the project to life and meet that deadline. The article also tells us something interesting. It was going to lean into action territory. One source described it as having an Escape from New York vibe, but a Universal. Okay, den Film kenne ich jetzt hier nicht. John Carpenter's Escape from New York. Sagt ihr euch was, der Film? Irgendjemandem? Weil das war wohl die Idee gewesen, dass das so ein Escape from New York Vibe hat. Würde mal gern wissen, was das ist, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Vibe, but a Universal Insider said that was not true. Well, what about the idea of weaponized dinosaurs? The Insider said no. It's okay, we can. Okay, also auch keine Saurier mit Waffen. Sehr gut. In all breathe a sigh of relief. I'm a little confused as to how Jurassic will mix well with an Escape from New York vibe, but I'm not mad at it. John Carpenter is a brilliant filmmaker, writer, and composer, and Escape from New York is no family movie. For those who haven't seen it, the synopsis reads, in 1997, a major war between the US and the Soviet Union is concluding, and the entire island of Manhattan has been converted into a giant maximum security prison. When Air Force One is hijacked and crashes into the island, the president is taken hostage by a group of inmates. A former Special Forces soldier turned criminal is recruited to retrieve the president in exchange for his own freedom. Now, I am suddenly reminded of the 2004 John Sayles Jurassic Park 4 screenplay, which dealt with hostages, terrorism, and had a very action-driven plot. While I don't... Ich wollte es gerade sagen, die Idee, die haben wir ja schon mal gehabt. Die habe ich schon mal in einem Video besprochen gehabt. Nicht jetzt hier mit Geiseln oder so im Kram, aber dieses abgeschottete Sein. Dass irgendein Bereich abgeschottet ist, da hat ja Michael Crichton sogar mal drüber gesprochen gehabt, dass er eine Idee dafür gehabt hätte für einen dritten Jurassic Park Roman. Den es aber eben nie gab, dass eine Gruppe von Menschen sich wie in so einer Mauer abgekapselt hat vom Rest der Welt, weil überall Dinosaurier langsam anfangen, die Oberhand dazu gewinnen. Das hört sich aber, wenn das so wäre, es wurde ja eben gerade auch gesagt, nee, das war wohl nicht der Plan gewesen, dass dieses Escape from New York eine Vorlage dafür hätte sein sollen, aber ich finde, das wäre keine dumme Idee. Dass man vielleicht ein Gefängnis aufgebaut hätte, irgendwo auf der Isla Sorna, aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung. Und da gäbe es dann aber irgendwie Sicherheitslecks und dann kämen Dinosaurier von außen in dieses Gefängnis rein. Das wäre doch krass, da hättest du voll die geile Location auch. In so einem Gefängnis mit Dinosauriern, mit Raptoren, die da rumschleichen. Alles ist schön düster und das wäre schon eine ganz coole Nummer gewesen. I think that suits Jurassic Escape from New York as inspiration. I'm intrigued. I can see ja, certain elements making sense. I can see David Koepp making this work. So maybe the movie is set in a world or a part of the world where dinosaurs have taken over a large stretch of land, thus making it unlivable for humans, a rainforest or something like that. Maybe a team has to go in to rescue some. Dann gehen wir aber in so eine Apokalypsen-Richtung.
Ich würde das, also das würde ich nicht so ganz so gerne sehen, wenn jetzt wirklich das Jurassic-Universum in diese Richtung Apokalypse geht langsam. Das passt irgendwie nicht so ganz zu dem Franchise, bin ich der Meinung. Wie steht denn ihr dazu? So, dass die Menschen sich auf irgendwelche Inseln jetzt verscharren müssen, New York oder keine Ahnung, weil überall Dinosaurier jetzt quasi die Oberhand übernommen haben. Da würde ich es eher sinnvoller finden, dass man aus irgendeinem Grund, was auch immer, ein Gefängnis oder so einen Bereich auf der Isla Sorna gebaut hat. Keine Ahnung. Weil wie willst du mir jetzt erklären, dass wir nicht in der Lage gewesen sind, Dinosaurier aufzuhalten, sich überall zu verbreiten? Das musst du ja irgendwie erklären dann. Geht dann in Richtung Ark. Ja. Weiß ich halt auch nicht. Someone or something, and maybe it will feel more like a boots on the ground, Predator style movie. I mean, it could work, sneaking in, sneaking out, avoiding detection, avoiding certain death and confrontation with dinosaurs. We also can't help but be a little excited about a Jurassic script being compared to a script in which a plane crashes on an island. Oh my God. Ja, kennen wir schon. The article says, a Universal Insider says it was not true, so this one, of course, remains to be seen. In some scenarios, a director for hire can work out well if the screenplay is solid, if the producers and the studio have a clear vision in mind, and then the right director comes along who shares that vision, it can work. But a director is an incredibly important. Okay, also die streiten sich aktuell wohl immer noch darüber, was sie jetzt wirklich als Idee dahinter nehmen. Ich meine, das Drehbuch ist ja wohl aber schon fertig. Ich würde das nicht dumm finden. Apokalypse bräuchte ich jetzt aber auch nicht, aber nein, Dinosaurier-Menschen-Hybriden wären noch viel bescheuerter. Dann lieber Apokalypse. Finde ich. Part of the production team, an essential voice and leader in the movie making process, not just during filming, but through the entire run of. Das ist geil. Das stimmt aber, ja. Keine Angst, ich mache denselben Fehler nicht nochmal. Nein, aber dafür machen sie lauter neue. Das ist richtig, das passt zu Universal. Ey, Jurassic World ist so ein einziger Meta-Meme geworden einfach. Das ist eigentlich auch so schade. Production. Studios sometimes forget this. Sometimes it just isn't the way it works out, of course, but most directors aren't fond of jumping onto something late in the game, and at this point in time, that's what's gonna happen. And again, that could work, but none of this is inspiring much confidence right now. A director likes to put their stamp on a project. Not enough time to work with new ideas means the production is not in the development phase anymore, and it most certainly is in pre-production. I don't know about you, but I'm getting a bad feeling about a lot of this. It's beginning to sound like a rush job. A director for hire gig doesn't seem right for Jurassic, but then if the studio and the producers are trying to mix things. Ja, hätten wir auch mit Macy eigentlich alles weitermachen können. Obwohl ich finde jetzt so einen schönen Bruch einfach, so einen schönen Cut, doch jetzt wesentlich interessanter. Up, then maybe this is what is needed to get the right screenplay and story off the ground. Another inside report that just dropped has told us even more information, providing further context on the exit of David Leitch and his team. Jeff Schneider's exclusive report, The Real Reason Why David Leitch's Jurassic World Fell Apart, actually tells us a slightly more worrying behind-the-scenes reason the studio and director parted ways. Jeff states, I'm told that before there was even a deal in place, Kelly McCormick, who is Leitch's producing partner at 87 North, began meddling with the film's budget and fired the film's line producer this week. That line producer has worked with exec producer Steven Spielberg and producer Frank Marshall for a while, and when word got back to the two of them, they were upset, and according to sources, that's when talks turned sour, as the two of them aren't fond of firing old friends. That does not leave a good impression at all. He goes on, I'm told that this is not. Ja, der Film steht generell unter ganz, ganz fiesen Vorzeichen. Das ist das. Boah, das wird echt schwierig werden. Beta ist der randomste Dino, ja, hätte ich auch überhaupt nicht gebraucht. Beta, ja. Die ganze Beta- und Blue-Geschichte war eh ein bisschen aus dem Arsch gezogen. McCormick's first time making waves, as she is also said to have lobbied against Antoine Fuqua receiving a PGA credit on Bullet Train, which ruffled some feathers. Word is that she's starting to develop a reputation among execs who are growing weary of her meddling ways. Of course, the moral of the story in this, no matter who you are, you don't cross Spielberg and Marshall.
period. So you know what? Maybe this means that after all, it wasn't a creative vision difference. Maybe he was a good fit, but 87 North's sudden domineering over the movie broke down the relationship fast. Maybe it was creative differences and production meddling on various levels that led to the breakdown. We may never know the full extent of what happened, but it certainly is very... Ja, vielleicht wäre halt echt auch überhaupt nicht schlecht gewesen. Vielleicht, ich meine, der ist jetzt ja auch wirklich nicht bekannt für schlechte Filme. Da war ja eher so die Skepsis daran gewesen, dass er halt eher Action-Comedy macht. Aber die macht er ja anscheinend gut. Ich bin jetzt kein riesen Deadpool-Fan, aber die meisten Leute finden Deadpool geil. Very juicy. It's an interesting insight into the world, but again, it doesn't paint the best picture, does it? It's beginning to seem a little bit scrambled behind the scenes. It's very much sounding like a rush job. The report continues. Meanwhile, I already told you that Universal and Amblin are looking for a shooter given the project's ultra-tight timeline, which lines up with what the Heatvision newsletter reported today. The trade claims that Leitch felt there wasn't enough time to put his stamp on the film, which is expected to lean into action territory. Of course, Leitch knew he'd be under a time crunch when his talks first leaked, which explains why sources came forward with the real story. While Universal goes way back with Leitch, by contrast, Spielberg and Marshall do not. And while they were fans of his kinetic visual aesthetic, they also weren't about to let him and McCormick call the shots on their baby. They want someone who will, for the most part, do what they're told, color in the lines, and ultimately service their vision. As I explained, I didn't love this. Ja, dann müsste aber halt jetzt auch langsam einfach mal anfangen, irgendeinem das Zepter in die Hand zu drücken. Aber wenn sogar Steven Spielberg da so krass involviert drin ist, warum sagt er dann nicht einfach selber, okay, wisst ihr was? Ich mach's jetzt halt. Das würde ich ziemlich cool finden. Wenn der das nochmal in die Hände nehmen würde mit David Koepp als Drehbuchautor, nochmal 3 Filme planen, das wäre bestimmt geil. Noch diese Idee mit Isolation, Menschen sind irgendwo isoliert und Dinosaurier kommen dann aber da rein, das wäre bestimmt mächtig. Higher in the first place. A horror director would make more sense to me if they're looking for someone a bit more gritty than the recent trilogy. Part of me wishes Spielberg would step behind the camera himself for this. Ja, ja, ohne Scheiß. Hier, das ist genau, ey, wenn das wirklich passiert, der wird ja auch selber mitbekommen, Spielberg, dass man halt immer mehr sagt und dass immer mehr Leute einfach sagen, bitte mach's doch einfach. Ich glaube nur, der hat keinen Bock, sich da zu verpflichten. Das wird mit Sicherheit eine neue Trilogie werden. Dass er dann eben bei allen 3 Filmen nochmal Regie führt. Ich glaube, Spielberg hat da nicht so die Lust drauf, nochmal 3-mal dieselben Filme nacheinander zu machen. Aber er könnte ja den ersten Teil machen und dann damit sowas ins Rollen bringen. Das wäre echt cool. Also das hier, das Spielberg, das ist immer noch offen, sage ich. Das könnte immer noch passieren. One, though I imagine that this job is going to go to either a slick young director a la Trevorrow or a... Nein, das hier nicht a la Trevorrow. Alles nur nicht a la Trevorrow. Trevorrow. Name who needs a hit and is willing to rush to make a release date. The report... Das könnt ihr aber trotzdem immer noch machen. Wenn die unbedingt meinen, ey, wir wollen jüngeren Regisseuren auch noch die Chance geben, irgendwie mal hervorzukommen... Trotz allem könnte ein Spielberg, wenn man halt wirklich stur sagt, wir müssen das Ganze 2025 fertigstellen oder ins Kino bringen, dann lass halt einen Steven Spielberg die ganze Geschichte einfach anfangen und dann kannst du ja bei den nächsten Projekten immer noch einen No-Name da reinschicken, der das Ganze einfach weiterführt. Aber du brauchst einfach jetzt erstmal irgendeinen geilen Start für die ganze Geschichte. Wenn das jetzt floppt, dann bekommen wir den nächsten Jurassic Park 3. Dann hören wir erstmal die nächsten 5 Jahre nichts, die nächsten 10 Jahre vielleicht nichts mehr von Jurassic. Ja, wahrscheinlich doch, weil die lernen ja auch sowas heutzutage nicht mehr, aber trotz allem. Moin zusammen. Dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Wie viel haben wir denn? Na, man kann auch guten Morgen sagen. Ja, Dino Baurier. Moin. Hast du Primal gesehen? Ja. What goes on is much longer than I've read out and details more about the story, so be sure to check that out over at theinschneider.com. It definitely makes some great points, and of course, we've stated before how a horror director would be a good fit to take the franchise in a different direction. So we definitely agree with that. Ja, wenn das ein Horror Director wird, dann wird das aber in eine ganz andere Richtung geschoben. Ich würde es geil finden.
meine Eins in den Chat, wer auch sagt, ja, Horror wäre eine geile Nummer für Jurassic. Das wäre natürlich ein ganz krasser Bruch. Aber das wäre ja mächtig. Dann hätten wir mit Jurassic Park, mit der Trilogie, mehr so ein Science-Fiction-Ding. So ein, ja, mehr so versucht, Realität mit einzubauen und moralische Fragen zu stellen. Mit Jurassic World hätten wir dann ein bisschen was Familienfreundlicheres, ein bisschen auch um die Auswirkungen zu zeigen, okay, das kann Biotechnologie im Endeffekt werden, diese Gefahr dann dahinter. Und dann jetzt der nächste Bruch, Horror. Einfach nur Horror, ohne großartig irgendwie was dahinter. Das wäre schon geil. And come on, having Spielberg back, that would be fun. Now, it really isn't sounding too good, but let's look at the positives. And it is indeed the screenplay. While David Koepp certainly doesn't have the best collection of films, he has written some truly great ones, and obviously his work on Jurassic Park and Jurassic Park 2, Dinosaurs Are Back, certainly gives me a lot of faith that he's the right man for the job. He's also written some dark and suspenseful films and novels within the last few years, like Cold Storage and Kimmy, that really reflect well on the headspace he might have been in. Jetzt habe ich doch wieder Bock drauf, ey. Also, ja. Ich meine, das Drehbuch hat nichts zu heißen, wenn der Regisseur es nicht umsetzen kann. Aber wenn er das Ganze wirklich schon so ein bisschen dark und gritty geschrieben hat, dann wird dieser Film mit Sicherheit auch wesentlich dunkler und ein bisschen ernster werden als die Jurassic World Filme. Das wäre so geil. When writing this new Jurassic. I want to see what his attitude is towards Jurassic after all these years, and I'm really curious with what he wants to do, where he thinks the story should go. This news could also suggest that they are confident in Koepp's script and story and may not want too many changes from a director that comes on board. They want his name to be the sole screenplay credit at the end of the movie, so maybe we need to have some faith in that. I don't like that they're rushing it. They need a director now and they need to start shooting as soon as possible. To begin shooting this summer is the latest really they could do to make that summer 2025 release date. And even then, that's still a very big rush. But if the Naja gut, wenn sie jetzt diesen Sommer anfangen zu drehen, spätestens, sagen wir jetzt Februar, ja, wenn die jetzt Gas geben, können sie noch einen Regisseur finden. Also wenn sie jetzt wirklich Vollgas geben. Wenn sie dann anfangen zu drehen im Juni oder vielleicht sogar schon im Mai, wenn sie es schaffen, im Mai anfangen zu drehen, dann könnte das von der Zeit her halt echt noch gerade so hinhauen. Studio exec notes on Dominion's screenplay are to be believed. The studio knew what the issues were long before that movie came out. They knew the screenplay was at fault, and maybe this time, despite dumb movies seemingly still making billies at the box office, the studio are determined to get the screenplay right. And if they think they have, if they think they've done it, and if David Leitch wasn't the right fit, then bring on the person who is. And don't forget, we have a fantastic list of directors who we think could take on the role. Oh Gott, da kenne ich ja gar keinen davon. Das schauen wir uns auch gleich nochmal kurz an. Das will ich mal hören, was die alle so schon gemacht haben. Wie gesagt, sie ist ja raus. Die ist jetzt bei Star Wars erstmal drin. Wenn Bryce Dallas Howard, stellt euch einfach mal vor, wenn die es wirklich schafft, eine riesen Regierolle zu führen im Star Wars-Universum und im Jurassic-Universum. Aber das zeitlich wird das halt ein bisschen eng, glaube ich. Das weiß ich nicht. Wir gucken da auch gleich mal rein hier in das Video. And we know you specifically listening out there are thinking about Danny Boyle and Alex Garland. We cover a great list of directors in our shortlist video, so check that out and share with us in the comments who you think could take on the role. So here we are, I guess. Okay, das sind wohl aber so Zombie-Filme gewesen. Das war vom Ton her, warum nicht? Ich würd's gern sehen. We wanted to hear really is it seems like a bit of a rush job this time around. The goal to hit that July 2nd 2025 release date is worrisome, especially now, but maybe they have it under control. Who knows at this point? Again, David Leitch didn't excite us, but clearly the vision wasn't aligning. That in itself gives me a little bit of hope once again, and now we're intrigued even more about what's going on behind the scenes. Where are they taking this movie? Are they going to Isla Sauna? More importantly, where do you want them to take this movie? Be sure to share your thoughts. Hey, Isla Sauna, oder es gibt auch noch vier andere Inseln. Da gab es ein schönes Fankonzept, das habe ich auch auf Instagram gepostet. Vielleicht habe ich es hier gerade mal. Wartet mal. Vielleicht finde ich das jetzt auch mal hier für euch auf Twitch.
Wenn ich es nicht schon wieder gelöscht, da ist es doch. Ist nichts Offizielles, aber wieder mal haben da, glaube ich, die Fans so ein bisschen mehr Durchblick gehabt, was du eben noch mit diesem Franchise erzählen könntest oder solltest, was eben noch übrig ist, was wir eben noch nicht kennen. Und zwar wurde das hier von einem Fan gezeichnet oder erstellt mit der Hintergrundidee, The Five Deaths, also die fünf Tode, still have stories to tell. Ich finde, das ist richtig. Ich meine, sogar die Isla Sorna hat anscheinend ja noch Geschichten zu erzählen, wie wir in Dominion gelernt haben. Und wir haben ja einfach fünf Inseln. Es ist nicht so schwer, da jetzt einfach zu sagen, okay, da war auch noch irgendwas. Ich meine, wir haben jetzt Mentacorp noch eingeführt in Jurassic World Camp Cretaceous. Ja, hätten wir eigentlich irgendwie auch nicht gebraucht, aber es ist ja wohl noch mehr im Hintergrund, was wir noch nicht wissen im ganzen Jurassic-Franchise. Und so eine Insel einfach abgeschottet vom Rest der Welt, das ist immer die geilste Geschichte einfach. Auf einer Insel mit Dinosauriern, wo kein anderer Mensch ist und niemand... War das nicht auch mal irgendwie so ein Posterspruch gewesen, dass dich keiner schreien hört auf diesen Inseln? Irgendwas war doch da auch mal gewesen. Das würde ich geil finden. Wenn sie das schaffen würde, dann viel Respekt. Gerade sie macht das nicht, glaube ich nicht. Bryce Dallas Howard, die jetzt eh schon unter Druck ist, weil sie ja die Star Wars-Dinger machen muss und dann nochmal Druck oben drauf gesetzt bekommt, weil der Film halt nächstes Jahr in die Kinos kommen muss, das glaube ich halt wirklich nicht. Ich will einen Jurassic Park-Film sehen, was damals auf Sorna passiert ist. Würde ich auch gern sehen. Kommt vielleicht irgendwann nochmal, aber das, was da jetzt angekündigt wurde, wird eine Fortsetzung werden zu Jurassic World Dominion. Also das spielt auf jeden Fall in der Timeline nach Dominion. Da würde ich auf jeden Fall auch gerne sehen, ja. So ein schöner Katastrophenfilm, wie der Hurricane Clarissa die gesamte Anlage B verwüstet hat. Hast du schon ein Was wäre, wenn der Spino auf der anderen Seite von Sorna gewesen wäre? Ich habe schon ein Was wäre, wenn der Spinosaurus auf der Isla Sorna gewesen wäre. Sogar zwei Versionen davon in einem Video drin. Ich glaube, da ist es auch mit dabei. Wir müssen darüber. Thoughts about that and your pick for director down below in the comments. We look forward to checking those out. And if you haven't already, be sure to subscribe to the channel to be notified about our new video. Okay. Ja. War auf jeden Fall sehr interessant, jetzt mal zu erfahren, dass die wirklich gar nichts haben. Also die sind ohne alles jetzt gerade. Außer eine Konzeptzeichnung und ein Drehbuch. Es wird noch sehr spannend. Das wird wirklich noch sehr spannend.